So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blood Green. War das nicht ein toller Cliffhanger im letzten Part? Ich glaube schon und deswegen machen wir jetzt gleich weiter und betonen die Wörter irgendwie völlig seltsam, beziehungsweise wir betonen die Wörter seltsam, ja. Ich wollte nur mal sagen, dass ich es toll finde, dass ihr alle da seid. Dass ihr alle lebt. Jetzt fragt euch bestimmt, was hat der Fokker getrunken, beziehungsweise was hat er zu sich genommen? Nichts. Nur ziemlich viel Liebe. Ziemlich viel Liebe, die ich in mir trage. Nee, tut mir leid, ich wollte ein bisschen blöd sein. Ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und, ja. Jetzt können wir wieder normal sein. Nee, aber ich bin trotzdem ganz froh, dass jeder von euch am Leben ist. Das müsst ihr auch jeden Morgen so im Spiegel sagen. Und so sagt ihr auch zu einem Spiegelbild so: Ich bin froh, dass du am Leben bist. Und dann küsst ihr euch und umarmt euch und habt viel Spaß im Bettchen, ja. Vielleicht überlegt ihr es doch, euch doch noch einmal, bevor ihr es macht. Aber im Großen und Ganzen ist es eine ganz, ganz tolle Idee, finde ich so. Was auch immer, Cosima, nicht Cosimo, also nicht dieser eine Typ da von DSDS, genau, der mit Bushido rumhängt, wie so ein Hanger, nicht wie so ein Cliffhanger, sondern wie so ein normaler Hanger, sondern einfach so der sondern einfach Cosima, genau. Ich weiß manchmal echt nicht, womit ich den Satz angefangen habe und deswegen fällt es mir schwer, manchmal den Satz zu beenden. Wisst ihr, was dagegen hilft? Man macht einfach irgendwie so eine Pause, in der man so tut, als ob... Ich dachte, hier geht's schon nicht weiter. Ferneiland. Es ist ziemlich fern, dieses Eiland. Aber zum Glück habe ich es noch gerade so gefunden. Hier, Konfusstrahl. Oh, ist jetzt Regen, kann sein. Das ist noch gut. Nein! Ich will es aber besiegen mit meinem Vulona. Los, Tentails. Ja, wir schaffen es noch. Ha, 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 ha. Wir haben das Meryl mit einem Feuer-Pokémon mit unserem Tentails besiegt. So, wenn ich gerade bei Tentails bin, habe ich schon mal die Geschichte erzählt. Und zwar habe ich, als Naruto auf RTL 2 kam, habe ich das auch geschaut. So, habe es auch ein bisschen so im Internet verfolgt, weil bei RTL 2 und so ist es zensiert und blablabla. Und dann habe ich mal in irgendeinem Forum war das, habe ich so ein Quiz gemacht, so ein Naruto-Quiz, und eine Frage hieß, beziehungsweise ging folgendermaßen, wie ging die Frage nochmal? Genau, wie viele Schwänze hat der neunschwänzige Fuchsdämon? Ahahaha, und ich fand das voll witzig. Ist doch voll witzig, oder? Ist genauso wie so die Frage, Monikas Mutter hat 5 Kinder. Lala, Lili, Lele, Lulu und... Was ist das letzte Kind? Sagt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sowas von kommentarsüchtig. Und ich zeige mit meinem Finger nach unten, obwohl unter mir gar keine Kommentare sind. Und da hätte sich das Kapuzzi ja fast sogar selbst umgebracht mit diesem zerstörerischen Bauchtrommler. Es hat sich aber zum Glück nicht umgebracht, denn wir haben es nicht gerne, wenn Pokémon sich selbst umbringen. Das ist... Pokémon sind teilweise auch suizidgefährdet. Ihr müsst verstehen, sie hocken ihr ganzes Leben lang, also wenn sie gefangen sind, in so einem Ball drin. Ja, und da hocken sie einfach. Sie hocken und 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 hocken
und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken und hocken. Tut mir leid, die Schallplatte hat gerade einen Sprung. Damit wollte ich euch nur die Eintönigkeit von so einem Pokémon erzählen, welches in einem Pokéball hockt und hockt und hockt und... Nee, tut mir leid, manchmal bin ich echt blöd. Ich weiß, ihr findet das überhaupt nicht witzig, aber ich muss über solche Scheiße lachen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht bin ich als Kind auf den Kopf gefallen, kann sein. Auf jeden Fall bin ich... Ach, ich weiß nicht, ich bin doof. Lass mich in Ruhe. Ah, hier sind Team Rocket Trip. Oh, bin ich wieder mal witzig heute, oder? So, gegen den dürfen wir sogar vorspulen. Und vorspulen. Ne, okay, jetzt ist es nicht mehr witzig. Tut mir leid. Okay, es war von Anfang an nicht witzig, aber jetzt ist es erst recht nicht witzig, sagen wir es mal so. So, Golbat ist besiegt. Jo. Und damit kämpfen wir als nächstes gegen Radikal. Da können wir ruhig mal Bullerschein schicken und das Radikal wegsurfen und wegstärken. So. Und jetzt geht's auf in die Höhle. Wandelhöhle. Nicht Wanderhöhle, sondern Wandelhöhle. Denn hier verwandeln sich viele Sachen in irgendwie andere Sachen. Hier ist doch irgendwas. Oder irre ich mich da? Sieht auf jeden Fall danach aus, als ob hier irgendwas wäre. Ah, nun gut. Ah, okay, ne, hier ist nichts. Dann schauen wir mal hier nach rechts oder erstmal nach oben. Ne, erstmal nach rechts. Hä? Hallo? Was ist ihr? Wahrscheinlich verpasse ich hier die seltensten Items, die es auf dieser World gibt. World Wide Web. Aber was soll man machen? Hä? Was muss ich hier machen? Ich check die Wandelhöhle nicht. Hallo? Was muss ich machen? Überall sind Kanacken. Gehe ich kacken. Okay, was sagst du? Hast du ein seltenes Pokémon gesehen? Sag es mir. Ja, du mich auch irgendwie. Fliegen wir halt zurück. Hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. So, fliegen wir dahin. Auf und davon, meine lieben Freunde. So. Genau. Jetzt würde ich sagen, machen wir ein paar Sachen, die ich eh schon etwas länger machen wollte. Und jetzt habe ich auch endlich mal die Zeit, sie zu machen. Vorerst lege ich mal das... Liebe Togepi ab. Oh, Ladybar, sieht das nicht süß aus? Oh, Ladybar. Gut, nehmen wir wieder unsere Schmusibe mit und legen dafür To Andy LP ab, den ich leider nur To Andy genannt habe. Tut mir doch mal leid dafür. Und jetzt fliegen wir zurück. Was heißt hier? Wir fliegen zurück. Wir fahren zurück. Erster Klasse fahren wir zurück nach Oranje City, genau. Und besser gesagt nach Kanto. Und jetzt machen wir ein paar Erledigungen, die ich mal erledigen wollte. Fliegen nach Marmoria City, oder? Ja, das ist da oben. Marmoria City, auf und davon! Und holen uns dort erstmal dieses Aerodactyl Fossil. Haben wir überhaupt noch Platz in unserem Beutel? Oder zählt es zu den Basis-Items? Keine Ahnung, werden wir jetzt früh genug sehen. Zack, weg mit dir und rein da. Und hast du uns was zu sagen? Bla 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 bla. Nein, keine soll Geowurf lernen, danke. Bla bla bla. Okay, was hast du hier Schönes? Ein Bernstein, schimmert, okay. Psst, bla 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 bla. Und ich bekomme einen Altbernstein. Was könnte wohl daraus schlüpfen? Also nicht schlüpfen, sondern... Was? Was hinter dem Käse nicht zu suchen? Naja, weißt du, was Bernstein ist? Ja.
Ja, labere mich nicht voll. Labere mich nicht voll. So, dann fliegen wir als nächstes, ja, das tun wir, und zwar zur Zinnoberinsel. Denn da ist das Pokémon-Haus, wie ihr gesehen habt. Steht ja auf der Karte. Was mir das bringt, weiß ich nicht, aber da ist das Pokémon-Haus. Es ist voller. Wer wird's erraten? Genau, voller Pokémon. Ist hier hoffentlich ein PC, ein PC, damit ich ein Pokémon ablegen kann? Oder wird es direkt auf die Box gelegt? Ich hoffe doch zweiteres. Okay, dann habe ich es wohl nicht bei dem abgegeben, sondern hier oder im nächsten Raum. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Könnte sein, dass ich es hier abgegeben habe. Ah, schön für dich. Danke. Also wirklich, danke für die nützliche Info. Hätte ich niemals gedacht. So, was gibt's hier? Okay, Ponita, nein. Warst du derjenige? Okay, ein Kabuto. Und ich bekomme Kabuto, sehr schön. Einen Spitznamen möchte ich ihm auf jeden Fall geben. Wir nennen das Kabuto nach einem von euch, nämlich Tommy 2-1 Full. Tommy 2-1 Full oder auf YouTube Tommy 2-1 Full. Ich hoffe, dir gefällt den Kabuto und es ist echt erstaunlich, wie viele Pokémon ich nach Leuten benenne, die mir absolut gar nichts sagen. Und es tut mir echt leid um die Leute, die wirklich viel kommentieren und mich unterstützen und so. Es tut mir echt leid, aber ich habe den Zufall entscheiden lassen. Wenn ich nochmal so ein Projekt machen sollte mit Blablabla, ich benenne Pokémon nach euch, dann werde ich es irgendwie auf jeden Fall anders aufziehen, denn es kann einfach echt nicht angehen, dass ich irgendwie 100.000 Pokémon nach Leuten benenne, die vielleicht nur ein einziges Video von mir gesehen haben. Also ich will jetzt, beziehungsweise vielleicht gar kein Video von mir gesehen haben, sondern irgendwie von jemandem darauf aufmerksam gemacht wurden, dass ihr Name irgendwo da in YouTube vorkommen könnte und sich dann gedacht haben, bin ich da mal ganz klug und mach da mit, obwohl ich den Typen gar nicht kenne. Das kann es ja auch geben. Also ich will niemandem was unterstellen, ich kann es ja nicht beurteilen, aber hier. Okay, so funktioniert der Detektor in dieser Generation. Okay, tut mir leid, das wusste ich natürlich nicht. Polente gebe ich mal. KP Plus, so. Jetzt nochmal den Detektor einsetzen. Ach so, und tut mir leid an denjenigen, den ich mal beschuldigt habe, dass er mich irgendwie reingelegt hat mit Überreste. Ich wusste es einfach nicht. Ich wusste nicht mal, wie der Detektor in dieser Generation funktioniert. Jetzt weiß ich es zum Glück. Danke für deinen Tipp nochmal. Auch wenn ich deinen Namen vergessen habe. Weil ich mir halt so schlecht Namen merken kann. Das ist echt so. Gesichter kann ich mir relativ gut merken. Namen wiederum. Naja, Gesichter, sagen wir nicht, dass ich mir Gesichter gut merken kann, aber Gesichter kann ich mir besser merken als Namen, sagen wir es mal so. Gut, hier sollten wir uns dann noch eine Überreste holen, denn hier war auch noch ein Relaxo. Haben wir hier schon das Item von diesem Assistenten geholt? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir gleich mal. Ja, haben wir. Hier war sogar der Detektor. So, dann stellen wir uns hier hin. Hier sollte das andere Relaxo gehaust haben und setzen den Detektor ein. Bum, bum, bum. Sehr schön, schlägt stark aus und wir bekommen einen Überreste. So, jetzt schauen wir noch ganz kurz. Irgendwo hier war doch noch eine Insel, die wir mit Surfer anpeilen konnten und uns dort ein Item holen konnten. Hier, glaube ich. So, hier war es, ja. Holen wir uns das gleich mal. Keine Ahnung, habe jetzt nicht gelesen, was es war. Ist ja auch nicht so tragisch, bananisch. Was ich auf jeden Fall auch noch in diesem Part machen will, wenn ich schon hier bin. Und zwar hole ich mir ein Dictry dort in der Dicta-Höhle. Denn ich habe mir zwar ein Dicta geholt, aber ein Dictry noch nicht. Und deswegen könnte es sein, dass es jetzt ein bisschen dauert, bis ich ein Dictry gefunden habe. Deswegen würde ich sagen, werden wir das offscreen machen, bis ich es gefunden habe. Und dann schalte ich euch natürlich wieder ein. Also, bis gleich, meine lieben Freunde.
Okay, da haben wir ein Dictry. Hat gar nicht mal so lange gedauert. Ich glaube, es war ungefähr das 20. Pokémon, was mir begegnet ist. Jetzt versuchen wir das natürlich einzufangen. So, komm. Nein, Manu! Machen wir es so. Ah, wir können nicht tauschen, da es ausweglos hat. Ha, wir könnten den Hyperball sogar werfen, wenn es unter der Erde ist. Das finde ich cool. So, komm jetzt. Fang es mal ein. Ach nö, Manu. Das wäre witzig, wenn ich es fange, wenn das direkt unter der Erde ist. So, komm, ehrlich. Wieso schlug es die ganze Zeit fehl? Komm schon, triff mal. Triff mal mit Irrlicht. Tentails. Ach so, es ist schon paralysiert. Ich Idiota. Ich Idiota, Mann. 3 Dictar bilden dieses Pokémon. Es gräbt sich bis zu 100 Kilometer tief in die Erde, um Erdbeben auszulösen. 100 Kilometer in die... Wow! Wer kann so tief graben? Das ist der gute alte Maxel. Oder auf YouTube Maxelstar97. Ich hoffe, dir gefällt ein Dictry. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann wieder auf Island 5 war das dort beim Team Rocket versteckt davor. Also bis gleich, meine lieben Freunde. Man sieht sich. Schönen Tag noch und tschüss.